Als ich vor wenigen Tagen endlich das neueste Spider-Man-Spiel geschafft hatte, war ich sprachlos, wie fantastisch der Titel ist. Das Gameplay ist spitze, das Schwingen macht Laune und dazu gibt es eine spannende, als auch teils sehr emotionale Handlung. Doch eines zeichnet den Titel wohl besonders aus, und zwar die Tatsache, dass Marvel Spider-Man neben seiner lustigen Seite auch eine tiefe emotionale besitzt und es schafft, die guten als auch die tragischen Facetten des Heldentums darzustellen. So gut wie jede Geschichte hatte einen. Man sieht ihn im echten Leben und man hört von ihm Geschichten. Die Rede ist von einem Helden. Eine Person, mit der man mitfühlt und dessen Weg man zu seinem Ziel verfolgt. Auch wenn dieser nicht leicht ist, schreitet der Held weiter voran und lässt sich nicht davon abbringen. Schon seit der Antike himmelt die Menschheit Helden an. Mächtige Krieger, brillante Heeresführer, Wohltäter, Lebensretter, Verteidiger der Schwachen, Ungeheuertöter oder auch Superhelden. Schon zur Zeit des alten Griechenlands waren Heldengeschichten von Herkules oder Achilles in aller Munde. Dies ging weiter über die Geschichte des legendären König Arthurs bis zu dem Drachentöter aus der Nibelungensage Siegfried. Im letzten Jahrhundert haben wir durch den Aufschwung neuer Medien auch andere Helden bekommen, wie den dunklen Ritter Batman oder die eben freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, über die wir gerade schon gesprochen haben, Spider-Man. Aktuell sind diese neuen Helden, wie ich es jetzt mal nenne, in vielen Serien, Spielen als auch Animes zu sehen. Beispielsweise Arrow, Flash, My Hero Academia, One Punch Man. All diese Personen könnte man unter dem Wort Held zusammenfassen. Doch was ist nun eigentlich dieser sogenannte Held? Schauen wir uns hierfür mal die Definition aus dem Duden an. Im Duden wird dieser Begriff durch drei Definitionen aufgezeigt. Der erste wäre, aus der mythologischen Sicht, durch große und kühne Taten, besonders im Kampf und Krieg, sich auszeichnender Mann edler Herkunft, um die Mythen und Sagen entstanden sind. Die zweite Definition lautet, jemand, der sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt, eine ungewöhnliche Tat vollbringt, die ihm Bewunderung einträgt. Und schließlich noch die dritte, jemand, der sich durch außergewöhnliche Tapferkeit im Krieg auszeichnet und durch sein Verhalten zum Vorbild gemacht wird. Die erste Definition beschreibt die antike Darstellung, dass ein Held ein großer Krieger und Bestienvernichter sein muss, welcher sich durch seine körperliche Stärke auszeichnet. Von dieser Darstellung bin ich kein allzu großer Fan, da sie eine sehr kriegerische Sicht hat vom Helden und der Held sich also nur durch Gewalt definiert, was zwar auch nicht ganz falsch ist, aber nicht das sein soll, was ein Vorbild und Beschützer sein sollte. Der dritte Punkt geht auch in diese Richtung. Auch wenn man hier eine aktuellere Darstellung zeigt, geht es auch in die kriegerische Richtung. Man muss ja auch sehen, dass ein Held nicht immer prinzipiell gut sein muss, da es auch von der jeweiligen Sicht abhängt, was nun gut und was nun böse ist. In Kriegszeiten wurden viele Soldaten eben als Held angepriesen, um den Kampfgeist zu stärken. Deshalb gefällt mir auch die zweite Definition wohl am besten. Ein Held muss kein Krieger sein. Er oder sie muss in der richtigen Situation entscheiden, was getan werden muss. Selbst wenn sein eigenes Wohl auf dem Spiel steht. Ohne nun zu viel aus der Serie Angel Beats zu spoilern, genau dies trifft auf den Hauptcharakter Otanashi zu. Gehen wir aber nun mal ein wenig in die Praxis und schauen uns hierfür eine der wohl besten Darstellungen des Heldentums an. Und zwar den aktuell immer noch laufenden Anime My Hero Academia. In dieser Welt hat ein Großteil der Personen Superkräfte erhalten, was natürlich ebenfalls auch einen Anstieg von Superhelden als auch Superschurken mit sich geführt hat. Held sein ist nicht nur ein Statussymbol, sondern ein fast ganz normaler Beruf, den viele nur wegen des Einkommens machen. Doch auch hier existiert ein wahrer Held, und zwar der stärkste von allen, All Might. Wenn es um die Abbildung eines perfekten Helden geht, führt wohl an ihm nichts vorbei. Eine Person, welche in keinster Weise eigennützig ist, sein Leben für andere riskiert und dessen Ruf alleine schon den Bösewichten Angst und Schrecken einjagt. Dazu ist sein Auftreten und sein Kostüm so überzogen patriotisch, dass es dieses Image noch unterstreicht. Im Laufe der Geschichte gibt er von sich ein ziemlich schönes Zitat. When there's nothing to be gained, rising to the challenge at those times is surely the mark of a true hero. Oder auch auf Deutsch. Selbst wenn es in einer Situation nichts zu gewinnen gibt und man sich trotzdem der Herausforderung stellt, ist dies das Zeichen eines wahren Helden.
Ich finde, hiermit kann man auch einen Helden gut beschreiben. Ein Held ist eine Person, welche nicht auf eine persönliche Bereicherung achtet und in Momenten auftaucht und eine Aufgabe annimmt, egal wie schwer diese auch ist. Dies unterscheidet nun einen gewöhnlichen Protagonisten, siehe Niko Bellic aus GTA 4, mit einem Helden. Doch auch so wird das Spektrum des Heldenwesens nicht komplett abgedeckt. Wir haben hier eher den Superhelden, Arzt und vielleicht Polizisten. Ein Held kann sich auch durch seine Aufgabe definieren und wenn diese Tat dann auch noch sehr wichtig für seine Umwelt ist und sein Umfeld, ist dies umso deutlicher. Doch hier kommen wir in eine sehr ethnische Fragestellung. Zwar kann ein Ziel in einer Art und Weise gerecht sein, doch der Weg dahin kann alles andere als gut oder schön sein. Ein Beispiel hierfür wäre Artorius aus Tales of Berseria. Dieser will die Welt vor der unheilsamen Dämonenpest heilen. Er mordet hierfür aber den kleinen Bruder unserer Protagonistin Velvet, welche daraufhin auf einen gnadenlosen Rachefeldzug aufbricht mit einem Dämonenarm, um Artorius zu töten. Die Frage ist hier nun, wer ist der Gute und wer ist das Böse? Mal abgesehen davon, dass Tales of Berseria wohl eines der besten Japano-Rollenspiele ist der letzten 10 Jahre vielleicht, bleiben wir wirklich bei einer interessanten Frage. Die Frage, die man sich hier nämlich stellen nun muss, ist, was ist schwarz und was ist weiß? Man weiß es nicht genau. Es gibt eben immer diese Grauschichten dazwischen. Deshalb definiere ich ganz persönlich für mich einen Helden auf folgende Art. Ein Held ist der Dreh- und Angelpunkt seiner Geschichte. Er versucht sein Ziel zu erreichen und ist hierfür bereit, sein Möglichstes zu tun, mit irgendeiner Absicht etwas Gutes zu erreichen. Nun ja, ich weiß, ist vielleicht nicht die beste und deutlichste Beschreibung, da wenn man den letzten Teil weglässt, es auch eigentlich ein Schurke sein könnte. Im Endeffekt kann jeder ein Held sein und die Taten bzw. das Ergebnis, was daraus kommt, definieren einen Helden so wie das, was er vorhat. Ich finde, ein passendes Zitat stammt aus dem grandiosen Batman The Dark Knight Rises. Hero can be anyone, even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a young boy's shoulders to let him know the world hadn't ended. Ein sehr schönes Zitat, was zeigt, dass jeder von uns ein Held sein kann und selbst kleine Taten für den einen etwas Großes für den anderen bewirken kann und so jeder ein Held sein kann. Wir haben nun eine grobe Art und Weise definiert, was man als Helden beschreiben kann. Doch wie sehen eigentlich nun die Taten und der Weg eines Helden aus? Der Autor und Professor Joseph Campbell hat in seinem Werk Der Heros in 1000 Gestalten versucht, dies in etwa zu definieren. Mit diesem Modell kann man gut erkennen, wie viele Erzählungen nach demselben Ablauf erzählt werden. Der Drehbuchautor Vogler hat danach seine Version basierend auf Campbells Modell aufgestellt und diese Heldenreise anhand von Filmen erklärt. Folgen wir mal dem Weg mit einigen Beispielen und erläutern hier kurz die Heldenreise. Laut der Vorstellung lässt sich die Heldenreise als kreisförmig beschreiben. Sein Weg ist in zwei große Abschnitte geteilt. Zum einen die gewohnte Welt, in welcher der Held lebt und die ihm bekannt ist, und die andere Welt, in der die gewohnten Regeln nicht so sind, wie er sie kennt. Das Abenteuer beginnt mit dem Status quo. Der Held lebt sein normales Leben mit seinen Mitmenschen. Bis zum zweiten Schritt. Der Ruf des Abenteuers, eine unerwartete Begegnung, ein Schrei nach Hilfe oder ein ähnliches Vorkommnis. Der Held bekommt mitgeteilt, dass er seine gewöhnliche Umgebung verlassen muss. Gestoppt wird dies dann aber durch den dritten Schritt, die Verweigerung. Der Held weigert sich, sein Abenteuer zu beginnen, weil er sich nicht bereit fühlt. Er hat Angst, sein gewohntes Leben zu verlassen oder will es auch nicht. In Schritt 4 begegnet er seinem Ausbilder, einem Mentor oder einer übernatürlichen Kraft, die ihn dazu bewegt, das Abenteuer zu beginnen. Schritt 5 ist dann der entscheidende Wendungspunkt, wo der Held seine gewohnte Welt verlässt und in die andere Welt stößt. Hier übertritt er eine Schwelle, welche den wahren Beginn seines Abenteuers einläutet und er in einem neuartigen und gefährlichen Terrain ist. Der Held ist in dieser Welt auf seine Freunde und Verbündete angewiesen. Im sechsten Schritt schließt er sich mit Gleichgesinnten zusammen und stellt sich so seinen Gefahren. Gleichzeitig trifft er aber auch auf neue Feinde, welche sich ihm in den Weg stellen. Im siebten Schritt ringt der Held mit seinen Mitstreitern in die tiefsten Abgründe, gefährlichste Gebiete
oder in den Drachenhort selbst vor, um sein Ziel zu erreichen. Schritt 8, die entscheidende Prüfung. Nach vielen überwundenen Abenteuern und Gefahren steht der Held seiner ultimativen Herausforderung gegenüber. Der Held muss sich seiner größten Gefahr stellen, ein gigantisches Biest oder seiner bitterster Erdfeind. Der Held muss alles geben, um dies zu schaffen und so zu Punkt 9 zu kommen, der Belohnung. Der Held hat sein größtes Abenteuer geschafft und findet einen gigantischen Schatz, rettet die Prinzessin oder hat seine Herzensdame erobert. Nachdem er sein Abenteuer überstanden hat, kehrt er in Schritt 10 in die bekannte Welt und kommt siegreich wieder. Der Held ist ein anderer als vor seiner Reise. Er hat viel erlebt und viel verloren. Er ist vielleicht sogar gestorben, doch nun in Schritt 11 der Wiederauferstehung ist er wieder zurück. Oder in ihm ist eine unvorstellbare Kraft erweckt, was ihn zu einem neuen Menschen macht, als er vor dem Beginn seiner Reise war. Und er hat eine neue Perspektive auf die Welt. Im finalen Schritt, dem 12., ist der Held zurückgekehrt und nach all den Ereignissen, Abenteuern und Kämpfen, Veränderungen und was er auch immer erlebt hat, kehrt er wieder in sein normales Leben zurück, als eine neue Person. Schaut euch nun mal eine beliebige Geschichte an. Verläuft die Reise des Heldens auf eine oder die ähnliche Art? Wahrscheinlich ist die Antwort ja. Das Interessante ist, dass Campbells Modell seit der Antike gilt und die Art und Weise sowie auch die Erzählung generell sich teilweise geändert haben, aber der Kerngedanke immer noch derselbe bleibt. Ich finde, das Thema Heldentum ist ein unglaublich spannendes und umfangreiches Thema. Von der griechischen Odyssee bis zum Comic des 21. Jahrhunderts. Dieses Thema verfolgt uns nun schon seit Jahrtausenden. Die Menschen sehnen sich nach einer Person, welche sie in ihrer Not zu Hilfe rufen können, denen sie huldigen können, auf den man sich verlassen kann und welche ihre Hoffnungen und Wünsche in die Wirklichkeit umsetzt. Trotzdem bedeutet dies nicht, dass der Held nur Gutes tun muss. Ein Hexer, welcher sich durch das Abschlachten von Monstern auszeichnet und zwar eine gute Seite hat, und sich um seine Freunde sorgt, kann trotzdem ein eiskalter Mörder sein. Es bleibt ein unglaublich komplexes Thema, was viel von der Perspektive abhängt. Doch ein leichter Wandel in den Geschichten ist zu sehen. Schauen wir uns beispielsweise Comics an. In den Comics der goldenen Zeit mussten meist übernatürliche Wesen herhalten, welche ganz klar gut und ganz klar böse waren. Im Bronzezeitalter beschäftigten sich dann die Comics dann mit realen Themen wie Rassismus, Drogen und Armut. Helden hatten auf einmal Fehler. Und schließlich in der heutigen Generation haben wir immer mehr menschliche Personen, welche sich nur noch durch den Willen und ihre Überzeugung definieren und unterscheiden von dem normalen Mann oder der Frau. Punisher, Daredevil oder auch natürlich Batman sind hierfür Beispiele. Ein Held kann vieles sein, doch eins ist sicher, die Perspektive wandelt sich. Von Göttern ging es über Kriegshelden bis zu dem normalen Bürger. Welches Heldenbild wir als nächstes anbeten, weiß ich nicht. Aber eins ist sicher, die Geschichten, die Abenteuer, welche wir erzählen, gehen weiter und werden auch immer weitergehen. Ich weiß, dass dieses Video ein wenig an exakten Beispielen gemangelt hat. Dies war aber auch absichtlich so, denn in den kommenden Wochen, Monaten oder vielleicht Jahren, schauen wir mal, wann ich die Videos mache, wollen wir uns einige Ikonen anschauen und genau betrachten, was diese zu einem Helden macht und wie sie zu dem wurden, was sie sind. Dieses Video dient nun erstmal als Grundlage zum besseren Verständnis, was ich unter einem Helden definiere. In der ersten Ausgabe sehen wir uns dann schon einen schon angesprochenen Helden an, welcher dem Ideal wirklich sehr nahe kommt. Um wen könnte es sich denn da handeln? Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Meinung dazu schreibt. Was haltet ihr von Helden? Gibt es bei euch Helden im persönlichen Umfeld? Und wenn ihr Helden aus Filmen oder anderen Medien mögt, welche sind das? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wie gesagt, wir werden uns bald einen anderen Helden anschauen, mehrere. Und ja, schreibt mir, was ihr von diesen Themen hält und ob ihr Interesse an einem bestimmten Helden habt, dass wir uns den genauer anschauen. Ich war's, euer MC Muffix und ich verabschiede mich. Ciao.